Vielen Dank für die Willkommensrede. Vielen Dank auch für den Call to Action. Schön, dass wir hier heute im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu Gast sein dürfen und es gemeinsam veranstalten. Willkommen auch von mir. Ich bin Julia aus dem Team der Open Knowledge Foundation und ich darf den ersten Programmblock moderieren. Schön, dass ihr alle hier seid, schön, dass Sie alle hier sind. Es war toll zu sehen, wie viele Hände gerade in die Höhe gingen, als gefragt wurde, wer ist denn alles angereist. Toll, dass es so viel Interesse am Summit gibt. Bevor es gleich ums Inhaltliche geht, darf ich ein bisschen Housekeeping machen. Und ich dachte mir, ich fange mit dem wichtigsten Punkt an, nämlich mit der digitalen Infrastruktur, dem WLAN. Das WLAN heißt Datensummit. Das Passwort ist Datensummit 17 mit großem D. Twittert, verbreitet die Nachricht darüber, dass wir uns hier heute treffen, sprecht über die Themen. Der Hashtag dazu ist Datensummit 17. Verpflegung für Essen, Mate ist reichlich gesorgt. Ich guck mal, ob ich hier meine Slides noch, hier ist der Klicker. Für Essen und Club Mate ist reichlich gesorgt. Wir wollen nämlich nicht nur inhaltlich Vorträge hier vorne haben, sondern wir wollen, dass es vor allem um Vernetzung geht. Und deswegen haben wir ein relativ großzügiges Pausenprogramm eingeplant. Um 11.30 Uhr gibt's die erste Pause und danach folgt um 13 Uhr die Mittagspause. Der Überblick für alle, die gerne analoge Konferenzprogramme mögen, die findet ihr auf euren Plätzen. Die haben wir ausliegen. Und falls es jetzt noch Fragen gibt, die ich nicht beantwortet habe, dann laufen hier Helferinnen und Helfer herum, die ihr an bunten Stickern erkennt. So, das war das Housekeeping zum inhaltlichen Teil. Der Datensummit ist ein Fest. Wir feiern spannende Projekte, Ideen, Vernetzung, Austausch, Vielfalt. Unser Ziel ist es, dass jeder mit mindestens einer neuen Inspiration und neuen Kontakten nach Hause geht. Wir haben Teilnehmer aus unterschiedlichsten Bereichen hier versammelt. Politikerinnen, Designer, Hackerinnen, Unternehmer, Mitarbeiter von gemeinnützigen Vereinen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und viele mehr. Uns alle eint das Interesse an Offenheit und Digitalisierung, zugegebenermaßen etwas große Themenkomplexe, die sich aber nur sehr mühsam vorantreiben lassen, wenn wir in unseren Blasen, in unseren Bubbles festhängen, wenn man sich nicht mit anderen austauscht, sondern eher noch abschottet. Deshalb ist es mehr denn je an der Zeit, die Blasen aufzubrechen, die eigene Komfortzone auch mal zu verlassen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und den Call to Action gab es ja auch gerade, sich einzumischen, rechtzeitig sich einzumischen und noch viele weitere Menschen für unsere Themen, für diese Themen zu gewinnen und zu begeistern. Vielfalt ist unsere größte Stärke. Ich freue mich jetzt, den ersten Vortrag ankündigen zu dürfen. Es gab hier eine kleine Planänderung, da Helen Dabischer aus Krankheitsgründen leider nicht hier sein kann. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir haben aber einen nicht minder spannenden Vortrag vorgezogen. Und zwar heißt der Vortrag State of the Open. Zum Kick-off fassen die drei Sprecherinnen für uns zusammen, wo wir in Deutschland im Bereich Offenheit gerade stehen. Wo gibt es Fortschritte, welche Bereiche stagnieren und wo gibt es Potenzial für Verbesserungen? Die Vortragenden sind ein Dreamteam der Open Knowledge Foundation. Ich starte mal mit der Ankündigung Arne Samsrott. Er ist Projektleiter von Frag den Staat und wahrscheinlich der Experte für Informationsfreiheit. Neben der Befreiung von Daten ist Arne aber auch journalistisch tätig und hat vor kurzem einen Leitartikel zum Thema Daten für alle für die Le Monde Diplomatique verfasst, den ich euch nahelegen möchte. Fiona Krakenbürger wird auch sprechen. Sie ist Community Lead von Code for Germany und kennt sich mit den Themen Diversität, Engagement und Community Building aus wie keine andere. Sie hat Deutschlands ersten Hackerspace für Frauen mitgegründet und forscht im Bereich Innovation. Als dritter Maximilian Richt. Er ist Softwareentwickler aus München und engagiert sich ehrenamtlich bei der Open Knowledge Foundation. Er hat die Tools Kleine Anfragen und Sehrgutachten entwickelt. Und gemeinsam mit Arne Samsrott wurde er für seine Arbeit mit dem Otto-Brenner-Preis ausgezeichnet. Willkommen, ihr drei. Der Klicker. Ohne den Klicker kann ich nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir hier heute eröffnen können. Das ist der State of the Open und der Untertitel auch für diesen Talk, nicht nur inhaltlich, sondern auch der Talk selbst ist Work in Progress. Wir haben vor anderthalb Tagen mitbekommen, dass wir jetzt die Keynote machen. Deswegen versuchen wir jetzt zu beweisen, dass es auch ganz charmant sein kann, wenn man Work in Progress direkt einmal zeigt. Eigentlich ist das die falsche Darstellungsform für das Ganze. Die richtige Darstellungsform ist das hier. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, das konnten wir leider im analogen Programm so nicht zeigen, zeigt ganz gut, was der State of the Open zurzeit ist. Die ersten Klicks sind getan und die ersten Anfänge sind getan, aber man weiß noch nicht so ganz, was jetzt am Schluss kommt und in welcher Auflösung und welche Daten da am Schluss erscheinen. Und wenn wir uns den State of the Open in Deutschland angucken, dann können wir das nicht tun, ohne gleichzeitig auch ins Ausland zu gucken. Also die Open Data Bewegung und die Transparenzbewegung, die ist international vernetzt und die sendet Impulse ins Ausland, die bekommt Impulse aus dem Ausland und das im Positiven wie im Negativen. Und das bedeutet, dass wir auch über den hier reden müssen, über Donald Trump. Denn Donald Trump hat dazu geführt zum Beispiel, dass das Internetarchiv archive.org entschieden hat, ein paar Tage nach der Wahl in den USA im November, ein gesamtes Backup all ihrer Daten aus Kalifornien in den USA nach Toronto zu schaffen, nach Kanada, damit die US-Behörden darauf keinen Zugriff haben. Und das beschränkt sich nicht nur auf das Internetarchiv, das beschränkt sich nicht nur auf bestimmte Daten, sondern betrifft sehr viele Daten, die bisher offen von US-Behörden publiziert wurden, zum Beispiel Klimadaten. In den letzten Monaten haben viele Aktivisten, viele Journalisten, viele Wissenschaftlerinnen Daten von US-Umweltbehörden heruntergeladen, haben die auf andere Server verfrachtet, dort, wo US-Behörden darauf keinen Zugriff haben, um diese Daten weiterhin öffentlich zugänglich zu machen. Und wenn wir uns diesen Kampf um den Zugang zu öffentlichen Informationen angucken, dann ist dabei ein Gesetz in den USA ganz zentral und das ist der Freedom of Information Act, das FOIA. Und das FOIA ist ein Gesetz, das gibt es seit 50 Jahren in den USA und das regelt, dass alle Menschen diskriminierungsfrei, egal welchen Hintergrund sie haben, egal wie alt sie sind, egal welche Staatsangehörigkeit sie haben, das Recht haben auf staatliche Informationen. Das heißt, sie haben das Recht, sämtliche Informationen, die beim Staat liegen, anzufragen. Und die bekommen sie dann auch, zumindest in der Theorie, sofern nicht ein paar Ausnahmen dagegen stehen, zum Beispiel Sicherheitsbedenken. Wenn wir uns dann aber die Praxis dieser FOIA ansehen, dann sieht das häufig so aus. Dann sieht das so aus, dass Behörden zum Beispiel die Antwortfristen, die ihnen vorgegeben sind, nicht einhalten und die maßlos überziehen. Dann sieht das so aus, dass Behörden zum Beispiel Gebühren nehmen, die sie eigentlich nicht nehmen sollten. Und dann sieht das so aus, dass Behörden teilweise Dokumente so schwärzen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was da überhaupt drinsteht. Und diese Auseinandersetzung, die zeigt ganz gut, dass Wissen Macht ist und dass da ein Aushandlungsprozess um Macht stattfindet, aber auch, dass im Gegenteil dazu offenes Wissen Ermächtigung sein kann. Es gibt ja viele Gründe dafür, dass diese Daten geöffnet werden sollen, damit möglichst viele Menschen eine Möglichkeit haben, dadurch ermächtigt zu sein. Und dieses Beispiel, das ihr davor gezeigt habt, das ist gar nicht aus den USA, das ist aus Deutschland. In Deutschland haben wir nämlich ähnliche Verhaltensweisen von Behörden, teilweise ähnliche Aushandlungsprozesse wie in den USA. Das hier ist eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage nach Dokumenten zu Volkswagen, zum Abgasbetrug von Volkswagen. Und das ist eine der Seiten, die das Wirtschaftsministerium zurückgesendet hat. Und damit es davon weniger gibt, haben wir bei der Open Knowledge Foundation vor 6 Jahren das Online-Portal fragdenstaat.de, ich bin hier im Fan-Look, gegründet und fragt den Staat, ist eine Online-Plattform, die es möglich macht, einfach und vor allem transparent Anfragen zu stellen an Behörden. Das heißt, alle Behörden in Deutschland sind in der Datenbank von Frag den Staat vorhanden. Man muss einfach nur in einem Satz angeben, was für eine Information man haben will. Und dann ist diese Anfrage an eine Behörde, die dann weitergeleitet wird, für alle Menschen transparent einsehbar. Und nicht nur die Anfrage selbst, sondern auch die Antwort, die man dann von der Behörde bekommt. Das heißt, wenn ich ein Dokument anfrage von der Behörde und das zugeschickt bekomme, bekomme ich das nicht nur in mein privates E-Mail-Postfach, sondern alle Menschen sehen es gleichzeitig. Und man befreit also diese Informationen für die Öffentlichkeit. Und das können ganz verschiedene Arten von Informationen sein, ganz häufig aber zentrale Informationen, die den demokratischen Prozess betreffen. Das können zum Beispiel,
Beispiel Gutachten sein. Das können zum Beispiel Gutachten sein, die vom Staat in Auftrag gegeben werden, die dann als Grundlage für Entscheidungsprozesse, für politische Entscheidungsprozesse dienen. Das können dann zum Beispiel Kostennoten sein. Also eine wirklich zentrale Frage der Demokratie, was passiert mit Steuergeld? Was passiert mit dem Geld, das ich dem Staat anvertraue? Wie wird das ausgegeben? Und solche Dokumente, die das zeigen, die können über das Informationsfreiheitsgesetz, über den Freedom of Information Act in den USA, angefragt und dann veröffentlicht werden. Und das macht es möglich, eine bessere Nachvollziehbarkeit von staatlichem Handeln zu zeigen und letztlich überhaupt einen offeneren, einen demokratischeren Prozess zu ermöglichen. Das funktioniert aber alles nicht ideal. Und das ist ein ständiger Aushandlungsprozess. Und das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland, das gibt es seit 10 Jahren. Und wir sind noch weit davon entfernt, dass die Transparenz, die eigentlich dieses Gesetz vorsieht, dann auch wirklich in das staatliche Handeln in der Breite übergegangen ist. Und an der Stelle ist es auch immer wieder interessant, wie Arne schon sagt, in andere Länder zu gucken. Besonders stechen hier die 18F aus den USA und der Government Digital Service aus England heraus. Denn die Behörden kümmern sich um Software für sich selbst und für andere Behörden und Ministerien. Und das machen sie aber nicht wie vermutet so im stillen Kämmerchen und reden mit niemandem, sondern die machen das ganz offen und packen das sogar noch unter freie Lizenzen. Das passiert meist auf GitHub. GitHub ist eine Plattform, auf der Entwicklerinnen gemeinsam Software entwickeln, auf dieser gemeinsam aufbauen, voneinander lernen. Und so ist zum Beispiel das Grundgerüst von Behördenseiten in den USA, was so für einen einfachen Wiedererkennungswert und für eine einfache, gleichbleibende Bedienung sorgt, einfach unter einer freien Lizenz auf GitHub. Und wenn jetzt jemand bei der Benutzung der Terminvergabeseite fürs Bürgeramt merkt, dass diese nicht barrierefrei ist, dann kann man das nicht nur direkt melden, man kann es auch, wenn man es kann, selbst beheben. Und wenn die Behörde diese Änderung akzeptiert, ist die Seite wieder ein Stück besser für alle geworden. Und in den UK ist es genauso. Da haben wir die UK Government and Parliament Petitionsseite. Das ist vergleichbar zu den E-Petitionen des Bundestags. Auch diese Seite wird komplett auf GitHub entwickelt. 28 Menschen haben dort bereits an der Seite mitentwickelt. Und GitHub hat das selbst gemerkt und zeigt Verwaltungen und Behörden unter government.github.com an und zeigt dort, wie man es am besten einsetzt und was die Vorteile sind, wenn man eben offen arbeitet. Und weiter unten auf der Seite werden all die staatlichen Institutionen vorgestellt und die gefeiert, die das bereits machen. Und wenn wir reinzoomen, fällt eine auf. Der Bundestag? Leider nicht. Da müssen wir wieder in die traurige Realität in Deutschland zurückkommen. Dieser Account hier gehört nämlich der Community und dort versuchen wir, Daten des Bundestags einfacher zugänglich zu machen. Vom Bundestag selber arbeitet leider niemand mit. Und auch sonst sieht es eher so traurig aus. Viele Behörden selbst stellen keinerlei selber entwickelte oder zumindest in Auftrag gegebene Software unter einer freien Lizenz. Eine Ausnahme, die wir jetzt hier sehen, ist das Informationstechnikzentrum Bund, was den Zugriff auf das Verwaltungsdiensteverzeichnis einfacher machen möchte. Da drin finden sich zum Beispiel sämtliche Adressen aller Meldeämter. Sie stellen also auf Ihrer Webseite hier so ein bisschen Code zur Verfügung und dieser Code ist leider hoffnungslos veraltet, er funktioniert tatsächlich nicht mehr und der Austausch mit der Community passiert auch nicht. Auf die Mail, dass es eben veraltet ist und eigentlich unbrauchbar ist, kam nur zurück, dass es nicht für Bürger gedacht ist. Vielen Dank auch. Und so nehmen wir es eben seit einiger Zeit einfach selbst in die Hand. Wir stellen Informationsfreiheitsanträge, um Daten aus Aktenschränken zu befreien, machen diese, wo es nötig ist, sogar selbst durch viel, viel Tipparbeit maschinenlesbar. Und so entstehen dann Projekte wie offenehaushalt.de. Auf dieser Plattform sammeln wir und die Community geöffnete Haushalte aus ganz Deutschland, von Ländern und Städten. Und da Haushalte unglaublich trocken sind und sich niemand bei 200 Seiten Tabellenkram anständig zurechtfindet, visualisieren wir diese, sodass man in den einzelnen Positionen schön miteinander vergleichen kann, schön in Relation sehen kann. Und wenn einem was besonders interessiert, kann man sich da reingraben. Und das ist nur ein Beispiel, wo wir staatliche Informationen einfach mal besser zugänglich machen. Denn wie so oft liegen die Lösungen all unserer Probleme in PDFs, die einfach niemand liest. So versauern zum Beispiel Anfragen und Antworten aus den Parlamenten, wie hier 100 Seiten über den Zustand von Bahnbrücken, in viel zu vielen unterschiedlichen Parlaments-Doku-Systemen, die alles eines gemeinsam haben, sie sind bescheiden zu bedienen. Und auf einem Smartphone? Leider nein. Aber warum möchte man sowas auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, auf dem Sofa überhaupt lesen? Weil da unglaublich interessante Informationen drin vergraben sind. Und das ist auch spannenderes als Bahnbrücken natürlich. Und so haben wir kleineanfragen.de gebaut. Das zeigt nicht nur alle Anfragen übersichtlich an und macht die verlinkbar. Auch, das ist auch etwas, was bei vielen Parlamenten nicht geht, was sehr interessant ist, wenn man eine Anfrage gefunden hat und die vertwittern möchte.
sondern es zeigt halt auch eine Übersicht der beantworteten Anfragen nach Fraktionen oder Ministerien an. Und das ist sicherlich interessant, denn die meisten Nutzer von kleinen Anfragen, die kommen aus den Verwaltungen selbst. Und auch eine Volltextsuche in den Inhalt der Anfragen und der Antworten ist möglich. Und die Ergebnisse bekommt man wie gewohnt mit Snippets und das ganz ohne Leistungsschutzrecht. Denn all diese Anfragen sind als amtliche Werke vom Urheberrecht ausgenommen. Und wenn man Themen hat, für die man sich besonders interessiert, kann man sich einfach ein E-Mail-Abo einrichten und erhält täglich alle neue Anfragen, die auf diese Suche passen. Aktuell leider nur täglich, weil wir die aus den sämtlichen Parlamentsdokumentationssystemen einzeln herauskratzen müssen. Und da wäre es besser, wenn wir diese gleich als Open Data zugänglich gemacht werden. Bekommen. Dankeschön. Ich wollte ein bisschen was dazu erzählen, was Gutes passiert ist und was auf uns zukommt in den nächsten Jahren, vielleicht einen Ausblick geben. Bisher haben wir, wenn wir über Open Data gesprochen haben, ziemlich oft über den Unterschied zwischen Open Data und Data im technischen Sinne gesprochen. Wir haben über Maschinenlesbarkeit gesprochen, über freie Lizenzen, über offene Formate. Ich glaube, dass diese Strategie uns tatsächlich ziemlich weit gebracht hat in den letzten Jahren. Wir haben in unheimlich vielen Städten Open Data Portale, wir haben Institutionen, Organisationen und Unternehmen, die ihre Daten zur Verfügung stellen. Und diese Daten stehen unter einer freien Lizenz, sind frei zur Verfügung, meistens, und können frei verwendet werden. Ich glaube, dass wir eigentlich eine gute Situation haben, um darauf aufzubauen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen das Beste daraus machen. Ich glaube, dass wir dafür anfangen müssen, anders über Daten zu sprechen und uns der Frage stellen müssen, was wir über das Technische hinaus eigentlich erreichen wollen. Wenn wir über offene Daten sprechen, ging es bisher oft um die Art und Weise, wie Daten geöffnet werden sollen. Das ist die Definition von der Open Definition. Das war wichtig, um einen Konsens über die Grundlagen herzustellen. Und diese Grundlagen werden auch meist befolgt. Das hat es in den letzten Jahren uns ermöglicht, mit den offenen Daten herumzuexperimentieren. Wir konnten erste Use Cases finden, wir konnten Best Practices bauen und die Community konnte mit den offenen Daten rumexperimentieren, bauen und basteln. Dieser Erfolg spiegelt sich auch teilweise im kommenden Open Data Gesetz wider. Darin verankert sind technische Grundlagen. Was im aktuellen Entwurf allerdings fehlt, sind verbindliche Zusagen und Aussagen zu Transparenz, Bürgerbeteiligung, echter Partizipation und die Frage, wie eigentlich die Zivilgesellschaft eingebunden wird in diesen Prozess der Öffnung. Das fehlt im aktuellen Entwurf. Dabei ist es eigentlich für uns als Aktivistinnen hier im Raum genau das, präzise das, was uns motiviert und was uns vorschwebt, wenn wir für offene Daten kämpfen. Wenn wir über offene Daten nachdenken, denken wir nicht nur an Maschinenlesbarkeit, sondern wir denken nach über das unheimliche Potenzial, das daran liegt. Wir denken nach über die Ziele, die wir haben, über informierte Bürgerinnen, eine ermächtigte Zivilgesellschaft. Und wir denken darüber nach, wie Daten für das Gemeinwohl genutzt werden können, für Familien, für sozialen Wohnungsbau, für Umweltschutz. Ich möchte deswegen eine neue Definition mit ins Spiel bringen. Die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Lauren Ellen McCann, eine Civic Tech-Expertin aus den USA. Es ist eine simplere Definition, aber vielleicht auch eine zugänglichere. Data is information. Digital information, full stop. Open data is about making that information as accessible as possible to as many people as possible. Daten öffnen heißt, diese Information so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Dabei müssen wir Zugang nicht mehr nur technisch, sondern auch sozial denken. Zugang schaffen heißt, offene Daten oder Daten nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch wirklich die Nutzung ermöglichen und Menschen dazu zu motivieren, Daten nutzen zu können. Es gibt ein Projekt der Open Knowledge Foundation, das heißt Subsidy Stories EU. Und das Team von Subsidy Stories EU hat sich der Datenlage, der ziemlich komplexen Datenlage rund um EU-Subventionen angenommen und hat diese Daten konsolidiert, ausgewertet und aufbereitet, um sie mit Sinn zu füllen. Die Daten lagen nämlich ziemlich komplex vor und verteilt. Mittlerweile kann man auf der Seite die Daten nicht nur abrufen, sondern man kann sie auch kontextualisieren, man kann sie vergleichen, man kann sie auswerten. Mit der Öffnung von Daten ist ein wichtiger Schritt getan, aber das reicht nicht. Der Weg geht noch weiter. Es geht auch darum, Daten so zur Verfügung zu stellen, dass sie verstanden und genutzt werden können, um echte Transparenz herzustellen. Und diese Verantwortung liegt auch bei den Datenbereitstellenden. Zugang schaffen heißt natürlich auch, Menschen dazu zu befähigen, Daten nutzen zu können.
Daten auch lesen und verwenden zu können. Und genau das macht die Datenschule, ein großartiges Projekt auch der Open Knowledge Foundation, das NGOs dabei hilft, Daten zu verwenden für ihre Anliegen, um ihre Anliegen besser zu kommunizieren und auch ihre Arbeit zu verbessern und reiht sich damit ein in eine komplette Bewegung, die die Data Literacy in der Gesellschaft verbessern möchte. Zugang wird auch dadurch geschaffen, dass wir Offenheit von Anfang an mitdenken. Das Projekt Luftdaten.info oder Error, glaube ich, heißt es mittlerweile, wird auch später im Verlauf des Tages noch vorgestellt, macht genau das. Es geht dabei um ein Netzwerk von Bürgerinnen, die bundesweit Feinstaubdaten messen und diese Daten einer zentralen Datenbank zur Verfügung stellen und diese beisteuern. Diese Daten liegen offen vor und können weiterverwendet werden. Dinge wie Datenschutz und Privacy werden von Anfang an mitgedacht, weil die ganze Infrastruktur darauf ausgerichtet ist, dass diese Daten offen zur Verfügung stehen sollen. Ich glaube, dass für viele von uns und unsere Projekte Offenheit Teil der kulturellen DNA ist. Aber nicht, weil Offenheit das Ziel ist, sondern weil Offenheit die notwendige Bedingung ist für unsere Ziele. Ermächtigte Zivilgesellschaft, Informationsfreiheit, Partizipation. Denn wenn wir über Offenheit nachdenken, geht es nicht nur um Maschinenlesbarkeit. Es geht um Zugang zu Informationen. Und wenn wir diese Daten besser aufbereiten und gemeinsam dafür sorgen, dass Daten zur Verfügung stehen, unser Handwerkszeug mehreren Akteuren zur Verfügung stellen, können mehr Perspektiven mit eingebunden werden und vielleicht auch Daten besser fürs Gemeinwohl genutzt werden. Was wir uns wünschen, ist, dass diese Form der Offenheit auch Teil der staatlichen DNA wird. Nicht als Ziel, sondern als Möglichkeit, um eine Regierung des 21. Jahrhunderts zu werden und auch um eine Regierung zu werden, die von informierteren Bürgern mitgestaltet, bewertet und gewählt wird. Deswegen wollen wir unsere Perspektive teilen, heute und morgen, indem unsere Community den Raum bekommt, um ihre Motivation vorzustellen, ihre Projekte zu erklären und zu teilen, was uns eigentlich begeistert und um mit Ihnen und euch in Dialog zu treten. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, mit Initiativen in Kontakt zu treten, um unseren Horizont zu erweitern, wie Daten eingesetzt werden können. Open Data ist die alte Präsentation. Open Data ist nämlich Teamwork. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass wir uns auf die Zusammenarbeit freuen. Vielen Dank. Wir bleiben noch kurz stehen. Dankeschön.